Meine Damen, mein Herr. Hey, ich bin kein Mann. Das ist nur mein Cosplay. Nun gut, dann eben, meine Damen. Ich habe leider eine schreckliche Nachricht zu verkünden. Aufgrund eines terroristischen Wasserbombenattentats kann das Flying Sushi Theater heute unglücklicherweise nicht auftreten. Aber keine Sorge, es wurde bereits der bestmögliche Ersatz gefunden. Und wie ihr euch bestimmt schon alle gedacht habt, bin dieser Ersatz ich, der großartige Captain Lysop. Ich erzähle euch heute eine gar wunderbare, schauderhafte, manchmal etwas sonderbare, meist aber durch und durch logische Geschichte von der Grand Line. Also, seid ihr alle da? Ja! Seid ihr wirklich alle da? Ja! Sehr gut, fangen wir an. Es war einmal in einer abgelegenen Insel auf... eine balletttanzende Tunte? Nein, ganz bestimmt nicht. Was machst du hier? Runter von meiner Bühne, du störst meine Performance. Was heißt hier, ich störe? Du sabotierst hier mein erhabenes Meisterwerk. Ich habe den Auftrag, das sagenumwobene Flying Sushi Theater zu vertreten. Mögen Sie in Frieden ruhen. Warte, was soll das heißen? Ich wurde engagiert. Hier, die SMS beweist das. Eine SMS? Ich habe wenigstens eine ENS bekommen. Aber mir reicht's jetzt. Ich schaff dich einfach aus dem Weg. The show must go on. Primitiv, wie du immer alle Probleme mit Gewalt zu lösen versuchst. Aber bei einem Wettstreit, bei dem es nicht um reine körperliche Stärke, sondern um einen kreativen Geist geht, würdest du dich hier nicht einlassen, denn da hättest du im Leben keine Chance. Willst du damit sagen, dass ich, der großartige Künstler Bonclay, kein Meister der Fantasie bin? Ja, niemals könntest du das Publikum mit so mitreißenden Geschichten wie die meine begeistern. Na, du scheinst dir ja sehr sicher zu sein. Dann lass uns in einem ehrlichen Wettstreit herausfinden, wer hier der größere Erzähler ist. Das Publikum entscheidet. Dem Gewinner gehört die Bühne. Ja, möge die bessere Geschichte gewinnen. Soll ich beginnen? Nur zu, der Sieger steht ohnehin bereits fest. Es war einmal auf einer abgelegenen Insel, irgendwo auf der Grand Line, in einer allseits beliebten Supermarktkette. Da Nami krank war, schon wieder, hatten sich Konis und Sanji aufopfern auf den Weg gemacht, um stärkende Lebensmittel für sie einzukaufen. Hier die Zitronen. Danke, Konis Schätzchen. Die werden Nami Mausi ganz schnell wieder gesund machen. Und außerdem habe ich uns noch Actimel mitgebracht. Die mit der Powerfrucht Acerola. Hast du gehört? Die haben eine Teufelsfrucht. Das ist meine Chance. Hey Sanji, rück die Frucht raus. Die Zitronen? Nein. Die Weintrauben? Nein, die Teufelsfrucht. Die Aerodactylfrucht. Du... Milchschnitzel im Angebot 2 zum Preis von 3. Du meinst die Powerfrucht Acerola, die mit den unglaublichen Abwehrkräften? Ja, genau. Die mit der 5-fachen Tagesdosis an Vitamin C? Ja. Die kirschartige Frucht mit einem reichen Anteil an Magnesium, Calcium und Phosphor? Ja, genau die Teufelsfrucht. Teufelsfrucht? Aber das ist doch nur ein Bestandteil dieses unglaublich ausgewogenen Ernährungsergänzungsdrinks. Das soll wirklich deine Geschichte sein? Dann macht es mir noch einfacher als gedacht. Ruhig, ruhig, ich baue meine Spannung einfach nur langsam auf. Langsam? Das ist sterbenslangweilig. Wie viele Werbeverträge hast du bitte unterschrieben? So, aber ich wollte ohnehin weitermachen. Konis und Sanji wollten keine weitere Zeit verlieren und machten sich schleunigst auf den Weg zur kranken Nami. Nami Mausi, ich komme! Und was macht ihr beide überhaupt hier? Ihr kommt in meiner Geschichte doch überhaupt nicht vor. Aber... Raus hier! Aber... Runter von der Bühne! Aber die Milchschnitten... Sofort!
Du lässt die süßen Schnittchen einfach so ziehen? Ja. Also, Konis und Sanji waren gerade auf dem Heimweg durch den Wald, als plötzlich... Konis, Schätzchen, soll ich dir nicht doch noch den Korb abnehmen? Nein, nein, das sind doch nur die Aktimel. Ja, die werden Nami-Mausi gut tun. Um jetzt wieder auf die Beine zu kommen, braucht sie vor allem eins. Mit Liebe gekochtes Essen. Nicht für dich, Ruffy. Du bist die ganze Zeit nur am Fressen. Das wäre mir neu. Ruffy, hart getroffen von Sanjis Abweisung, beschließt, seine Liebe nicht weiter an diesen Rüpel zu vergeuden und stattdessen die süßen Schnittchen aus dem Supermarkt zu vernaschen. So ein Blödsinn. Ruffy eilte zurück zum Schiff mit einem Plan. Nami! 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 Nach einigen Versuchen kapierte auch Ruffy, dass Nami schlief. Sie schläft! Erfreut, dass sein Plan so gut aufgehen würde, sah er sich nach einem passenden Versteck für die kranke Nami um. Wo findet man dich sicher nicht? Hinter dem Sofa? Nein. In der untersten Schublade des Schranks? Nein. In der Kanone? Nein, das könnte böse enden. Ich hab's, im Badezimmer. Da geht außer dir doch sowieso niemand hin. Jetzt endlich konnte Ruffy sich an die Umsetzung des zweiten Teils seines Plans machen. Er verkleidete sich als Nami und wartete darauf, von Sanji herrlich bekocht zu werden. Ich habe Hunger. Nami Mausi, wir sind wieder da. Geht es dir schon besser? Nein, ich leide. Oh mein Gott, du klingst schrecklich. Ja, ich leide. Du siehst aber wirklich nicht gut aus, Nami. Und deine Augen, wieso hast du so große Augen? Weil ich eine Anime-Figur bin. Und dein Mund, wieso hast du einen so großen Mund? Damit ich dich besser küssen kann? Oh, Nami! Aber natürlich erst, wenn ich wieder gesund bin. Du willst dich doch nicht anstecken, oder? Aber Nami, deine Brüste! Was ist damit? Sie sind weg! Das ist, weil ich... So viel Gewicht hast du schon verloren. Du bist ja ganz abgemagert. Ich mache dir gleich etwas Gutes zu essen. Ja. Fleisch! Ich brauche Fleisch! Ach was, das ist doch viel zu schwer verdaulich. Ich koche dir ein gutes Gemüsesüppchen. Nein, kein Gemüse, Fleisch. Sei doch vernünftig, das ist jetzt nichts für dich. Dann gib ihr doch wenigstens ein paar Vollkornbutterkekse von Leibniz. Nur echt mit den 52 Zähnen, die sind gesund und schmecken lecker. Von wegen nur echt mit 52 Zähnen. Die Clever Butterkekse sind doppelt so gut, kosten aber nur die Hälfte. Überzeug dich selbst. Nichts da, du brauchst... Ordentliches Essen. Suppe ist kein ordentliches Essen. Ich will die Kekse. Vor dem Essen wird nicht genascht. Lass los. Ich will doch nur dein Bestes. Es ist mal wieder so typisch. Ich bekomme nie etwas Leckeres gekocht. Aber Nami, der hätte ja bestimmt ein feines Steak gebraten. Oder Rippchen. Währenddessen. Hühnchen. Während Schweinebraten. Währenddessen. Roast Beef. Währenddessen bei Zorro im Badezimmer. Komische Tür. Wo bin ich hier überhaupt? Ein Badezimmer. Da werden Erinnerungen wach. Wie lange ist das her?
Eine Ewigkeit, würde ich sagen. In diesem Moment entdeckte Zorro die schlafende Nami, welche natürlich als Ruffy verkleidet war. Ruffy? Brüste? Okay. Frauenkleider? Okay. Aber was zum Teufel machst du in einem Badezimmer? Was ist nun mit Monkey D. Ruffy los? Wieso hat er Brüste und trägt Frauenkleider? Warum befindet er sich im Badezimmer? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Das alles und noch viel mehr gleich im Anschluss bei Galileo Mystery. Ihr seid echt erbärmlich. Wegen ein paar Gummibärchen muss man nicht gleich K.O. schlagen. Es ging doch gar nicht um die Gummibärchen. Es ging um die Kekse. Sagte ich doch, erbärmlich. Und überhaupt, hast du deine Diätpläne schon wieder aufgegeben, Nami? Komm das nächste Mal bloß nicht wieder zu mir, zu fett für deine Sachen geworden bist. Ich bin doch nicht dein Personal Trainer. Du kannst das nächste Mal alleine joggen gehen oder synchron schwimmen. Joggen, synchron schwimmen? Ich hab dich gewarnt. Wenn du so weiter frisst, können wir irgendwann noch dich Schiff verwenden. Und was ist überhaupt mit dir los, du Weichei? Lässt dich von einer Frau überwältigen. Naja, zumindest den Weg zu deinen Lieblingskissen scheinst du ja noch gefunden zu haben, was? Zeit zum Aufwachen. Ja, Nami Mausi, wasch mir den Rücken. Es hat sich ausgeträumt, du Perversling. Nur noch 5 Minuten, Jeff. Hoffnungslos. Genauso wie du, Ruffy. Hab ich gut geschlafen. Ich bin wieder gesund, Jungs. Es spricht wie Nami. Es sieht aus wie Nami. Es trägt Namis Kleidung. Aber die Haare. Angenommen, es ist Nami. Was ist dann das? Welche Idioten. Also meine Crew erkennt mich auch mit einem völlig anderen Gesicht. Ja, natürlich, bei dieser Visage. Da musst du gerade reden. Als nun alle wieder zu sich gekommen waren und sich die Verwechslung aufgeklärt hatte. Aha, du bist Nami, du bist Ruffy. Beschlossen sie, ihre Streitigkeiten bei einem üppigen Mahl zu begraben. Sanji, koch was. Ja, Fleisch. Ich koche nur für mein Nami-Mäuschen. Und uns lässt du hier verhungern? Ich dachte, du kannst für dich selbst sorgen. Ja, aber wie kannst du mich nur mit dem da verwechseln? Jemanden Aktimel! Und außerdem, wir haben... Aufgrund des allgemeinen Durcheinanders bemerkte niemand das schauderhafte Wesen, welches sich von hinten anpirschte. Waka, 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 waka. Und die streitende Meute mit Haut und Was soll das? Du ruinierst meine Geschichte! Ich rette wohl eher das Publikum vor deinem Schwachsinn. Ich zeig dir, wie eine mitreißende Erzählung aussieht. Es war einmal vor langer Zeit ein Clown. Hey! Psst. Also, es war einmal vor langer Zeit ein erfolgloser Clown. Dieser hatte beim Einkaufen